Mahlzeit, Freunde des Lichts. Ja, kommen wir heute mal zu einem neuen Produkt von Nextorch, wo wir überlegt haben, ob wir uns ja vielleicht eventuell selber anzeigen sollten, weil es macht abhängig, es macht süchtig. Man kann nicht anders. Aber das ist eine Sucht, die ist garantiert nicht gesundheitsschädlich. Behaupten wir jetzt mal. So, nein. Also, das ist das neue Stück. Nennt sich NP10TI. TI. Moment, das ist doch das chemische Zeichen für Titan. Ja, der ist komplett aus Titan gefertigt. Ne? Also, das hier ist komplett Titan. Daher kommt auch dieses geile, mystische Grau, was so seidenmatt glänzt. Also, dieser seidenmatte Glanz, der kommt dadurch, dass das Finish hinterher nochmal. Wird dann nochmal Sand gestrahlt. Also ist richtig nobel, richtig, richtig schön verarbeitet. Also richtig toll. Schöner kann man es, glaube ich, nicht machen. Ja, und hat so ein paar Besonderheiten, die ich euch mal zeigen möchte. Also hier hinten hat er so eine kleine Kugel aus Nanokeramik. Eins der härtesten Materialien, die wir auf diesem Planeten haben. Also kommt kurz hinterm Diamant. Ist weder spitz noch scharf. Fühlt sich eigentlich auch eher weich an. Kann man also zum Beispiel zusammen mit dem Smartphone in der Handtasche oder im Jackett oder sonst wo in der Tasche halt führen, ohne dass das Smartphone da irgendwie drunter leidet. Aber diese Nanokeramik, die haut dir im Notfall alle Scheiben weg. Das heißt also, wenn da eine Autoscheibe im Weg ist oder so etwas, man muss schnell raus. Ne? Diese Nanokeramik ist eins der zuverlässigsten Glasbrecher, die es überhaupt gibt. Ja, ist auch für zivile Einsatzkräfte hochinteressant, weil das ist ein Kugelschreiber. Ne? Das heißt, wenn ich den dabei habe, da guckt keiner blöd. Ne? Es ist ein sehr schöner Kugelschreiber, natürlich. Ne? Aber das hier, ne? Da hast du den Bodyguard immer gleich mit an deiner Seite. Ja. Dann kommen wir zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Er hat Suchtpotenzial. Und zwar liegt das hier hinten an diesem kleinen Rad. Das dreht ganz, ganz leicht, weil es so ganz genial gelagert ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was so süchtig macht. Das heißt, wenn ich hier hinten einmal Schwung gebe, Moment, so rum. Na, schaltest du wohl scharf. So, da. Ihr seht, das dreht ewig und 12 Jahre jetzt. Ich habe nur einmal Schwung gegeben. Und der dreht ewig und 12 Jahre und das ist relativ lautlos. Also ich halte jetzt mal einfach die Klappe. Und du siehst, der dreht und dreht und dreht und dreht. Und das Schöne ist, dabei übertragen sich so Zentrifugalkräfte, also so Fliehkräfte, auf das komplette Gehäuse, auf das komplette Titangehäuse hier. Und das gibt so ein ganz, ganz cooles Gefühl. So. Also das heißt, ne, der schwingt so irgendwie. Und man hat so einen leichten Widerstand und das macht unheimlich Spaß und nervt ja auch keinen, weil es so schön leise ist. Das heißt, wenn man mal mit Kollegen zusammensitzt und am Diskutieren ist, man überlegt, ne, machen wir mal den hier, kann den auch so geil wieder stoppen. Ne? Und ja, ich bin total begeistert von dieser Funktion. Das ist halt eine Spielerei, aber eine schöne Spielerei und man kann eigentlich gar nicht aufhören. Das heißt, beim Telefonieren oder sonst was und es ist so schön leise. Macht einfach Riesenlaune. Guck mal, wie lange der sich dreht. Das war's jetzt, ne? Guck mal, zack, ne? Jetzt blitze mal, versprochen. Dann höre ich damit auf, weil, ja, ich bin, wie ihr vielleicht merkt, total begeistert davon, von dieser netten kleinen Spielerei, die da mit eingebaut ist, ne? Ja, kommen wir jetzt zu der Mini, die da verbaut ist. Also, wir haben hier eine Original Schmidt Easy Flow 9000M verbaut, die über den Bajonettverschluss aktiviert wird. Das heißt, hier über diesen Bajonettverschluss. Aber guckt ihr alleine mal an, wie das verarbeitet ist. Ist das nicht schön? Also meine ganz persönliche Meinung ist, besser kann man es nicht machen. Das ist mal richtig, richtig toll. Das ist High-End, mehr geht nicht. Ne? So, also wird so aktiviert, zack, und schon ist er da. Schreibt also ganz besonders weich und so gleitet so richtig schön über das Papier. Also macht unheimlich Spaß, damit zu schreiben. Besonders wenn man damit einen ganzen Tag schreiben muss, also beruflich zum Beispiel, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Die ist auch nicht wieder lösbar, diese Tinte, die da drin ist. Und ja, ich kann sie euch mal zeigen. Ne? Also so, nochmal, ich mache es so mal. Zack, so, ne? So ist sie verriegelt und so wieder entriegelt. Geile Sache. Ich hole mal die Mine raus. Ne? Da ist also keine, von der Größe her ist es jetzt keine besondere Mine. Da passen natürlich, auch wenn die mal irgendwann leer sein sollte, ganz normale Kugelschreiberminen rein. Ja, aber das ist die Schmidt Easy Flow 9000 MM wie Middle. Ne? Also mittlere Schriftstärke.
Ja, ich bin total begeistert von dieser Mine, weil die fliegt so schön über das Papier und man hat ein sehr, sehr schönes Schriftbild damit, ne? Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, ne? Der Halteclip hier hinten auch nahezu unverwüstlich, ne? Alles aus Titan gefertigt, das Ganze ist bekannt, ne? Ist ein antiallergener Werkstoff, also besonders hautfreundlich ist es auch noch. Das heißt also, Leute, die zum Beispiel irgendwie mit Nickel oder so etwas zu kämpfen haben, den kann man denen auf jeden Fall in die Hand drücken. Ne? Die werden damit ihre helle Freude haben, wie auch alle anderen. Ne? Ist ein schönes Einsatzmittel ganz nebenbei, was unauffällig ist. Ne? Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Nigelnagel 9 NP10 Ti.